Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrvlog. Wir haben es jetzt Samstagmorgen, ich weiß gar nicht, kurz nach 6 oder so. Kühe habe ich gerade schon fertig gemacht mit Füttern. Einmal durchgucken. Die Tür zu, dass der Frost hier nicht so reinkommt. Ich habe gerade mit dem Weidemann den 3-Seiten-Klipper hier mal reingeschoben. Oh, gar nicht mal so gerade unter sich gerade. Aber passt schon. Ich will nämlich eben HD-Beine runterwerfen. Die kommen hier gleich mit auf den Kipper. Dann kann ich die nachher nämlich da eben mit drauf wegbringen. Genau, das wollte ich jetzt eben fertig machen. So, oben Lichtern. Dann mache ich erstmal eben die Klappen, glaube ich, zu. Sonst fällt die Hälfte wieder runter. Und dann sehen wir uns mal eben schnell auf dem Boden wieder. Auf dem Boden angekommen. Und ich sehe gerade, unser schiefer Turm hier ist zusammengebrochen. Unser HD-Bein. Aber ist ganz gut, jetzt kommt man da zumindest ordentlich ran. Ganz viele sind es ja eh nicht mehr. Die waren vorher sonst so ziemlich bis Mitte Fenster gestapelt. Nur noch so ein restlicher Turm, da kam man dann so gar nicht mehr gut ran. Ich habe schon mal versucht, den selber zum Einstürzen zu bringen, aber wollte nicht. Naja, jetzt hat das von alleine geklappt. Auch gut. Dann kann ich hier schon mal ein paar raussuchen. Und Stroh brauche ich noch, aber da habe ich gar nicht mehr so viel von. Heißt also, die nächsten paar Tage nochmal wieder die gute AP rausholen und ein bisschen was umpressen. So, Tour Nummer 1 abgehakt. Jetzt haben wir es 9:30 schon. Upsa. So, dann machen wir den nächsten Laden. Ich hab gar keinen Bock, das jetzt aufzudecken, aber nein, das ist ja nichts. Also ein bisschen geschneit hat das hier noch. Das ist immer so ein kurzes Wegtauen und dann gibt es wieder einen ollen Schneeschauer. Also dieses Jahr hatten wir echt Schnee, da kann man nicht meckern, das ist so. Ja, mal gucken. Auf in den Kampf. Oh oh. Habe, glaube ich, gerade unser Weidemannloch wieder gefunden. Das wäre noch ein bisschen weiter rüber, aber es war hier schon. Scheiße. Differential rein. Komm, Romy. Will er nicht. Wutze. Kein Quatsch hier. Versuchen wir mal mit der Schaufel, um uns rauszudrücken. Mit Weidemann geht das immer gut. Beim GT nicht so bis jetzt. Scheiße. Das ist nicht gut. Nee, nicht nur Abschleppdienst kommen lassen. Scheiße. Oh Mann, ey. Hier kommen nie wieder Rundballen hin. Scheiße. Ist das auch keine 10 beim Ballen aufladen festgefahren. Oh komm, Flucht nach vorne. Entweder will er jetzt oder wir fahren uns jetzt richtig fest. Jetzt eher nach dem zweiten aus. Oh nee. Scheiße. Ja, glaub jetzt sitze ich. Dann telefoniere ich mal eben. Ja, da sitzt er jetzt. Ja, vorne an der Achse. Das schiebt jetzt vor, deswegen will er nicht weiter. Ich habe es noch eben noch einmal mit dem Frontlader versucht hochzudrücken und dann raus, aber nichts zu wollen. Hier ist echt so ein Bombenloch, warum auch immer. So eine Scheiße. Das muss ich erstmal zukriegen im Frühjahr. Naja. Zeit für Thumbnails. Oh, hau ich hier schon meine Füße ab. Meine Fresse. Ah, Rettung naht. Ich stelle euch hier mal hin. Könnt ihr das ganze Geschehen mal mitverfolgen. Sieht man da so ein bisschen was? Oh, geht wohl, wa?
So, meine Beine habe ich zusammen, ein Glück. Hier brauchst du nächste Zeit aber nicht wieder hin. Vor allem, wenn das jetzt noch ganz taut, der ganze Schnee, dann ist hier ja total empty. Also wir brauchen nächstes Jahr, oder besser gesagt dieses Jahr, auf jeden Fall keine Ballen hin. Ja, naja, ist man jetzt schlau. So, gleich am Hof. Dann muss er nämlich einmal umladen. Ich hatte gestern noch Quader dabei geholt auf dem Autoanhänger. 5 Stück, die müssen da runter und die 4 darauf. Und die Quaderwallen müssen dann nämlich auf dem Treckeranhänger, weil ich da noch was zuladen muss. Also alles ein bisschen ja, hin und her heute, aber geht nicht anders. Das ist so das Einfachste dann mit dem Ausliefern. Müssen wir halt gleich mal ein bisschen umladen, aber das seht ihr gleich noch. Oh, das ist aber auch ein Wetter ohne Allrad. Kommst du echt nirgendwo mehr hin und her. Den Rädern nur durch. Gestern auch hatte ich eine Heutour. Und dann war so eine kleine Steigung, ich hatte den Anhänger voll und dann wurde langsamer und langsamer und langsamer und dann stand er auf einmal. Scheiße, einmal Schwung geholt und dann kam er gerade so eben darüber. Das war knapp. Naja. So, beim anderen hole ich da eben mit dem, dann kann ich die mit Weidemann eben umladen. Und hier schon unser Anhänger, den wir gestern geholt haben, oder ich geholt habe. Zeig mal eben. Hier eben Klappe auf. So, einmal die hier und 3 Stück hole ich noch. Das ist wieder Stroh, zum Teil auch zum Aufpressen. Und ich will eigentlich mit dem hier gleich los, beziehungsweise wenn wir die hier ausliefern wollen. Aber leider ist ein Hydraulikschlauch eben kaputt gegangen. Den muss ich nochmal gucken, ob ich so einen auf Lager habe, sonst irgendwie schnell noch zum Pressen. Ist leider jetzt natürlich auch schon Samstag und schon, wie spät haben wir es denn, kurz nach 10 wahrscheinlich. Oh, 10:30 schon. Ja, wird das vielleicht knapp. Ich hoffe, ich habe noch sowas irgendwie auf Lager, sonst muss ich von der Ballenzange mal eben einen abbauen, dass ich da zumindest heute mit loskomme. So, den schnell wieder ab. Im Moment steht der ganze Hof hier voll mit Anhängern gefühlt. Ja, liegt nämlich daran, weil ich halt von der Arbeit komme, dann bringe ich meist noch eine Tour weg, wenn das irgendwie zeitlich passt, wenn gerade was da ist. Und ja, wenn man wieder da ist, dann braucht man abends auch nichts mehr anfangen, beziehungsweise will irgendwann auch mal Feierabend haben. Ja, deswegen, ich würde hier gerne mal irgendwie aufräumen oder irgendwie ein bisschen was neu machen und so, aber wenn man halt nicht da ist, dann geht das schlecht. Und ja, das hat im Moment halt Vorrang, weil wir damit unser Geld verdienen. Und das andere ist zwar schön und muss auch sein natürlich, dass er hoch in Schuss gehalten wird, aber das kostet in erster Linie erstmal Geld. Und ja, erstmal sehen, dass wir ein bisschen was reinkriegen. Deswegen hat das jetzt erstmal alles Priorität und deswegen ist das ab und zu auch mal ein bisschen wild, falls das der ein oder andere nicht versteht, warum es hier aussieht, wie es gerade aussieht. Aber naja, das ist ein anderes Thema. So, den ab, den ran, den Ballen da oben rauf, oben runter. Den hatte ich gestern von einer Tour wieder mitgenommen. Das war ein Ballen von einem, ja, von einem anderen. Die hatten vorher einen anderen Heulieferanten und die waren irgendwie nix. Und ein Ballen hatten jetzt noch über, der gar nicht ging. Da habe ich gesagt, ich kann ihn eben mitnehmen, streue ich die Kühe eben mit ein, ist nicht schlimm. Deswegen holen wir den da gleich wieder runter und ja, laden dann die Quaderballen da wieder auf, genau. Und die Rundballen auf dem Autoanhänger. So machen wir das. Dann machen wir hier mal eben einmal Straßensperrung. Den habe ich da jetzt quer hingefahren. Den ziehe ich mit dem Weidemann eben hier auf der Straße, dass ich hier rankomme. Und ich hoffe, dass ich die mit der... Oh ne, tanken. Scheiße. Ich muss jetzt aber noch durchhalten, Brummi. 20 Minuten mal eben schnell. Ja, nicht mal, 1/4 Stunde. Dann bin ich hier durch. Danach kann ich die tanken. Aber das muss ich mal eben fertig haben hier. Ich hoffe, dass ich die Quaderbahn hier mit der Palettengabel runterkriege. Jetzt muss ich dann noch mal eben Pika umbauen. Oh, an die habe ich gar nicht so viel Zeit jetzt gerade. Das alle festfahren, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Das war nicht mit eingeplant. So, Palettengabel ran. Und mal gucken. Ah, mit dem Pikser ist ein bisschen eleganter, aber geht schon. 3 Stück habe ich jetzt gleich drüben. Diesel sollte auch gerade noch reichen. Jetzt fängt es an zu piepen, aber 1,5,
zwei Striche hat er noch ungefähr. Sollte also reichen. So, packen wir da oben drauf. Genau, umkippen hier, das wäre nicht so schön. Da ist nämlich ganz gut was drin, muss ich sagen. Also in den Ballen, ne? Falls der eine oder andere jetzt meinte, nicht wusste, was ich meine. Mitte, gut. Die anderen zwei davor. Dann kommt noch ein Rundbein zu und dann ist gut. Letzte Runde für heute. So, schon etwas später abends, deswegen filme ich mal mit dem Handy, das kann das bei Dunkel ein bisschen besser ab. Ich habe die Kabine vom GT eben hochgeklappt, nein, keine Angst, nichts kaputt, also nicht viel, nur mal eben Pflege und Wartung. Ich hatte eben den Tritt nochmal abgenommen, denn der Auspuff war so ein bisschen verbogen, ich weiß jetzt nicht, ob das von unserer Festfahraktion da kam. Den habe ich mal eben wieder gerichtet, der stand nämlich so kurz vorm Profil vom Reifen, sodass da ab und zu mal ein kleines Stollen gekommen ist. Aber das war anscheinend nicht das erste Mal, dass da einer was am Auspuff gemacht hat. Ich habe da mal untergeguckt. Also gerade habe ich ihn wieder, das war nicht schlimm, mit der Brechstange dran, ein bisschen gezogen und dann war gut. Aber da hat anscheinend schon mal jemand ein bisschen vorher drin rumgeschweißt. Also anscheinend war der das letzte Rohr hier schon mal ab. Aber naja, ist ja nicht schlimm, solange er dicht ist, geht das. Ja, Tritt kommt gleich wieder ran. Dann will ich den hier einmal auspusten. Ich habe hier schon alles einmal aufgemacht. Genau, neue Filter habe ich besorgt. Einmal, also Luftfilter. Upsa, einmal den Feinfilter und einmal den Grobfilter. Alles einmal neu. Die alten waren nämlich von August, war schon da drauf, 21 glaube ich. Deswegen konnten die jetzt einmal gut neu. Normalerweise wollte ich auch nochmal einen Ölwechsel machen. Wir hatten das ja vor, oh, ich kann mal eben reingehen, kann ich mich auch ein bisschen filmen. Letzten Ölwechsel hatten wir irgendwie vor, war das 4 Wochen vielleicht? Kann den kommen. Ich hatte ja gesagt, dass ich nach ein paar Stunden nochmal einen Ölwechsel machen wollte, weil wir so ein bisschen Späne da im Öl gefunden haben. Um sicher zu gehen, dass das jetzt besser geworden ist, beziehungsweise keine neuen Späne da reingekommen sind. Sonst muss er halt mal eben weg und gucken, ob da sich irgendwas drin auflöst. Das wollte ich dann einmal ausschließen. Allerdings habe ich leider vergessen, Ölfilter mitzunehmen von der Werkstatt. Ich, beziehungsweise meine Frau war eben hin, hat die Luftfilter geholt. Aber ich habe vergessen zu sagen, dass ich noch einen Ölfilter brauche. Ich habe hier zwar noch einen liegen, aber der ist für den IH und ja, der passt nicht. Ich gucke nochmal eben drauf, aber ich bin sicher, dass er nicht passt. Deswegen müssen wir das leider nochmal irgendwie 1 oder 2 Tage verschieben. Ich habe morgen noch eine Heutour, deswegen muss er leider laufen dann. Deswegen ja, müssen wir noch einmal mit dem alten Öl fahren. Der ist auch 4 Wochen alt erst, aber deswegen, das soll noch einmal lieber runter, um das nachzugucken. Ja, den Tritt schraube ich jetzt eben wieder ran. Das sind nur 4 Schrauben. Also einmal auspusten, beziehungsweise erst Luftfilter ran, dass da nichts mehr reinkommt, alles auspusten. Sonst noch einmal alles nachgucken und dann kann er morgen wieder in Einsatz. So, ich kann das ja nochmal eben zeigen, wie der Weg der Luft ist. Beziehungsweise wir bauen mal eben den Luftfilter zusammen ein. Ich klappe eben kurz runter. So, da oben wird die Luft angesaugt, da ist so ein Zyklop oben drauf, dass so der ganz, ganz grobe Schmutz schon mal rausgesammelt wird. So, ja, weiß nicht, wenn da Strohhalme und so mit eingesaugt werden. Dann läuft die Luft hier einmal das Rohr lang und dann geht das hier in Stutzen rein. Und ich habe die Kabine jetzt gerade hochgeklappt. Das liegt hier sonst drauf auf dem Nupsi. Ist so ein Gumminupsi, dass das schön abdichtet. Und dann geht die Luft hier halt einmal rein. Da ist erstmal dieser Grobfilter vor. Du bleibst hier. Ja. So, da ist nämlich erst einmal dieser Grobfilter vor. Der wird hier einmal nur so reingesteckt. So, und hier kommt dann eine Mutter gleich vor, die habe ich hier schon. Hier habe ich die. Die sitzt hier dann vorne drauf, dass er da nicht weg kann. So, und da muss die Luft erstmal durch diese ja, Lamellen. Und da innen drin sitzt nochmal ein Feinfilter. Der ist dann halt noch ein ganzes Stück feiner. Das ist ja wie so Stoff im Grunde, nur so Teppichstoff, sag ich mal. Der sitzt ja dann auch oben mit drauf. Auch nochmal mit einer Schraube dann vorfixiert. Und dann geht die Luft weiter
in die Ansaugbrücke und dann nimmt ihr einen Lauf in den Motor rein. So, das kommt hier einmal vor. Da kommt die große Schraube vor, beziehungsweise Mutter. Die ziehe ich gleich nochmal ein bisschen mit der Knarre handfest. Und dann kommt der andere Pinöpel hier mit oben rauf. Reicht vielleicht sogar schon. Ja, lassen wir so. Und dann den hier mit oben rauf. Also den Feinluftfilter macht man normalerweise nicht sauber. Also ich mache das nicht. Ich hole, wenn ich den auspuste, den groben nur einmal mit raus. Einmal ausklopfen. Wenn es ganz schlimm ist, vielleicht auch mal vorsichtig mit Druckluft rein, von innen nach außen pusten. Und dann ist auch gut. Dann kannst du ihn lieber vielleicht einmal öfter tauschen. Wie gesagt, der ist jetzt auch schon ein paar Tage älter, der letzte. Ach, verdammt, ich wollte noch raufschreiben, weil ich die getauscht habe. Dann mache ich auf den hier rauf. Das Datum, dass man das einigermaßen eben weiß, wann die mal neu können. So. Dann das einmal auch gleich vorziehen. Festziehen meine ich. Und dann kommt hier nur noch die Kappe rauf, dass es vorne auch noch zu ist. Und dann ist schon wieder fertig. So, nochmal ein kurzes Schlusswort im Hellen. Ja, ich bin wieder auf Heutour. Aber das soll es jetzt für diesen Vlog erstmal wieder gewesen sein, würde ich sagen. Ja, sagen, wir sehen uns frisch und munter im nächsten Vlog wieder. Und dann bis nächstes Mal. Ciao. We'll be right back.